Historischer Tag in der Eisarena Bremerhaven. Zum allerersten Mal stehen die Fishtown Penguins in einem Halbfinale der DEL. Beste Stimmung auch bei Thomas Popisch und Alexander Sulzer an diesem historischen Tag. Der Gegner ist der deutsche Meister Toni Söderholm. Genauso mit seinem Team die Viertelfinalserie 4:0 gesweept. Und Bremerhaven beginnt die Partie direkt mal im Powerplay. Nach 4 Sekunden Parks draußen und das beste Team. Nicht nur in der regulären Saison, sondern auch in den Playoffs geht zur Arbeit. Verlitsch mit der ersten guten Chance auf frischem Eis und dann der Abschluss. Niederberger muss gleich schon mal parieren. Danach dann Blum auf der Strafbank. Wir sind noch in der Anfangsphase der Partie. Bremerhaven wieder in Überzahl. Jensen auf Urbas. Jan Urbas erneut im Powerplay erfolgreich. Sein zweiter Treffer in Überzahl in den Playoffs. 10-mal hat er in der regulären Saison getroffen. Der Topscorer der Penny DEL eröffnet den Torreigen in dieser Partie. Hier sehen wir es nicht ganz leicht zu sehen für Niederberger. Und der Schuss mit über 130 km/h schlägt ein. Bremerhaven mit dem historisch ersten Tor im Halbfinale. Und dann Vikingstad setzt sich klasse durch. Und dann der Pass auf Konrad. Nichts zu fassen. Christian Winkler verglich es im Interview bei uns in der Drittelpause mit Katzen, die man nicht richtig packen kann. So spielt Bremerhaven das erste Drittel mit einer guten Gelegenheit von Vikingstad. Was kommt von München? Die haben nach 10 Minuten mal eine Chance, aber dann hier eine richtig gute. Das ist der Abschluss. Kremmer alleine durch. Jensen ist noch mit der Stockspitze dran und am Ende ist es Gudlewskis, der den Schuss entschärfen kann. Das war das Beste, was vom ERC Red Bull München in den ersten 20 Minuten aufs Tor kam. Toni Söderholm durchaus mit einem anderen Blick auf diese Partie als zuletzt gegen Wolfsburg. Die Intensität eine andere und Bremerhaven mit Scheibengewinn auch im Mitteldrittel. Und dann Achtung, Scheibe kommt zu Vikingstad. Etwas glücklich und dann ist der Puck im Tor. Hier, Elitz versucht rauszukommen. Dann gibt es den Scheibengewinn. Und Achtung, Vikingstad leitet das Ganze ein. Dann geht es hier von der Kufe von Mauermann nach dem Pass von Jensen, der damit schon seinen 9. Assist in diesen Playoffs einfängt, zu Vikingstad. Und der überwindet Niederberger. Idealer Auftakt auch ins Mitteldrittel. Bremerhaven 2:0 vorne. München kommt nicht richtig in die Zweikämpfe und Bremerhaven hat immer Antworten. Hier, McKenzie bleibt auf den Kufen und findet in der Mitte Uhr. 3 Tore nur in der regulären Saison für den Tschechen und in den Playoffs ist das hier sein 2. Treffer. Zuletzt schon beim Serienclincher gegen Ingolstadt getroffen und hier die Vorarbeit. Friesen erst standhaft geblieben, dann McKenzie mit dem Pass auf Uhr und der vollendet. Nach 27 Minuten 15 Sekunden 3:0 für die Fishtown Penguins. Ein Verlauf in diesem Spiel, den man nicht unbedingt erwarten konnte. Bremerhaven sehr konzentriert, dann aber mal der Fehler und die Chance für Elitz. Aber da steht dann auch noch Christos Gudlewskis, der in den Playoffs bisher noch nicht wirklich den ganz großen Showtag hatte, aber gegen München hellwach ist und hier klasse auch parieren kann. 3:0 nach 40 Minuten. Thomas Popisch weiterhin gut gelaunt. Seine Mannschaft kontrolliert die neutrale Zone. München tut sich schwer, kommt besser rein in die Partie im 3. Drittel. Er arbeitet sich einige ganz gute Gelegenheiten. Die beste hier. Achtung, der Schuss von Daubner abgefälscht. Hier sehen wir es in der Mitte. Kommt irgendwie von Smith Richtung Tor, aber dann an den Pfosten. Das war sie, die beste Gelegenheit für München. Sonst wieder nur Bremerhaven. Und das ist klasse gespielt von Jensen, der da beinahe seinen 10. Playoff-Assist verteilt. Aber am Ende zielt Appendino zu hoch. Bremerhaven gewinnt 3:0. Was für ein toller Auftakt in diese Serie. Schlecht für München. Ja, ich glaube, wir haben es ein bisschen zu kompliziert gespielt, ein bisschen zu langsam. Wir haben uns ein bisschen zu viel den Spiel von denen angepasst. Ja, wir werden unsere Lehren ziehen und jetzt steht es 1:0. I'm just satisfied. We start very strong as a team. You know, we play a really structured game and really good in defense zone and I'm really satisfied about that. Shutout für Gudlewskis und die Fishtown Penguins. Der ideale Auftakt in das Halbfinale, das allererste der Vereinsgeschichte. 3:0
und damit 1:0 Führung im Halbfinale gegen München. Die DEL Playoffs live bei Magenta Sport.